Wer die Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern und dann gehen wir mal los. Ja? Und es handelt nicht nur um Schweinfurt, sondern das weitere Epizentrum ist inzwischen in Herzogenaurach. Ne? Diese Achse, ja, zwischen Herzogenaurach und Schweinfurt, die dreht sich noch ganz gut, ja, kann man so sagen. Das Buch ist Basis, aber wir haben versucht, etwas Neues reinzubauen. Ja, die Reibung. Die Beherrschung der Reibung ist für die Menschheit oder war und ist für die Menschheit überlebenswichtig. Naja, das ist ja Neandertaler, mit der Hilfe der Vorreibung von dem Feuer geschaffen werden. Es wurde warm, ne, und später wurde auch das Feuer als Waffe benutzt und später ist die Feuerwaffe entstanden. Also überlebenswichtig war es und ich komme noch am Schluss, warum es auch überlebenswichtig sein wird in der Zukunft. Der Mensch bewegt sich ja gern in die Weite, aus Freude oder aus Not. Und die Wasserstraßen waren am Anfang das Wichtigste, ne? Weil wir wissen alle, wenn die Geschwindigkeit null ist, ist ja die Reibung null. Ja, beziehungsweise wenn die klein ist, die Geschwindigkeit, ist die Reibung auch noch sehr klein. Deswegen, ja, oben Körper, Schiff, Wasser. Und dann ist es auf den Flüssen transportiert worden, Flöße, oder natürlich auf der See. Also die Seestraßen waren und sind sehr wichtige Straßen der Menschheit. Sehr früh haben gescheite Leute, das war ein Graf Karguri, der hat für die Katharina die Große gearbeitet. Die wollte ihren Erden Peter den Großen ein Denkmal errichten in St. Petersburg. Dieses Denkmal gibt es heute noch, das Reitedenkmal rechts, ja. Da musste ein Granitblock mit 1500 Tonnen von Finnland nach Petersburg gebracht werden. Da konnte man keine Straßen bauen. Hat man eine Folgendes gemacht. Unter dem Block hat man zwei Polschienen, ja, also die Dachrinnen aus Bronze und Holz gebaut. Die waren fest. Dort hat man vier bewegliche Schienenstücke, die waren so 10 Meter. Ja, ich war nicht dabei, aber ich stehe irgendwo. Dann musste man dann mühselig, ja, die Schienen dann wieder gezogen, dann ist aus der nächsten Schiene, dann hat man die anderen wieder hinten runtergestellt. Und so ist, hat man dann, um die 40 Kilometer, hat man das transportiert. Ne? Hat man diesen Granitblock. Interessant ist also einmal die Kugel, Bronzekugeln, Bronzeauskleidung und links das Bild. Und dann waren sie in St. Petersburg, dann mussten sie um die Ecke. Ne? Das hat man dann gemacht, da hat man das erste Mal, das Bild ist sauber dokumentiert, ein axial Riesenkugellager einsetzt, sieht man da rechts unten, an den Block gedreht und dann wieder auf die Schienen gesetzt. Ja? Das war schon eine Leistung. Ne? Also ich nenne das die Kugelstraße 1769 von nach St. Petersburg. Das war eine Linealabrunde, ja? Eine der ersten dokumentierten Linealabrunden. Ja, von der Gleitreibung zur Rollreibung, weil das ein Körper mit Rollen unterstützt, dann rollt, das ist uralt, aber man sieht es unten, das Bild links, wenn eine Rolle oder wenn die Rollen schwenken, dann ist es aus mit der niedrigen Reibung und deswegen hat sich das nicht durchgesetzt, ne? Also noch heute nur Maschinen verrückt. Wichtig ist zu erkennen, der Körper oben, ja, die Rollen und die Straße müssen hart und glatt sein. Man hat nicht mehr niedrige Rollreibung erreicht. Und hohe Rollreibung natürlich beim Rollen schränken. Da wollte ich danach ein Bildchen zeigen, aber das Bild geht nicht, weil ich vergessen habe, da was einzuspielen. Wir haben bei FG Schäffler haben wir mal einen Block gerollt, also Rollen, und mussten immer außen rumgehen. Und da sieht man so schön, wie mühselig diese Rollenlagerung ist. Dann kam einer auf die Idee, ich mache die Rolle kurz und groß, und dann ist das Rad entstanden. An der Narbe, das ist das mittlere Bild. Und da gehört natürlich immer zum Rad die Achse. Und Stefan Zweig hat einmal geschrieben, alle Bewegung auf Erden basiert im Endeffekt auf zwei Erfindungen der Menschheit. Eine Erfindung ist die Schrift und die andere Erfindung ist das Rad. Das hat er, und da kann man schon noch unterschreiben, Schrift und Rad sind ziemlich sehr wichtig. Und jetzt ist es natürlich so, das war eine Gleitrauchung, außen Rollreibung, Radstraße, aber innen Gleitrauchung. Da musste kräftig in der schwarzen Wartenschmiere gearbeitet werden. Und wenn heute damals die Wurstkutzen gehalten haben, die Pferde gewechselt wurden, dann sind die Hausknechte hin,
und haben dann die Achsen nachgeschmiert. Dafür haben die Schmiergeld bekommen. Also Schmiergeld ist, war früher ein ehrsames Wort, ne? Ehrsame Arbeit. Dann kamen die Stahlstraßen, also sprich Eisenbahn. Und Radschiene war schon von der Reibung her, ist heute noch sehr klein. Und es war ja ein riesen Durchbruch für die Menschheit, wie die Eisenbahnen gebaut wurden. Wir hatten innerhalb kürzester Zeit, waren da 400.000 Kilometer Eisenbahn in der Welt. Natürlich auch aus Rüstungszwecken, ne? Klar, und nicht nur aus wirtschaftlichen Zwecken. Und der Krupp damals, Krupp hat 2 Millionen Stück Radreifen nach USA im Jahr 1914 geliefert. Das war gutes Exportgeld. 2 Millionen Radreifen. Weil der Reifen, der normale Eisenreifen, verschleißt zu schnell. Deswegen haben sie dann die Radreifen aufgeschrumpft und die waren ja, die Erde vergütet. Das war im Endeffekt die erste sinnvolle Wendlagerung. Die Kühlung ist natürlich ganz raffiniert. Die beiden Räder sind verbunden mit einer rotierenden Achse, also Radsatz heißt es. Es ist schwer zu verstehen, die Evolution des rotativen Kugellagers. Ich muss jetzt rotativ und linear Strand trennen. Und der Axiallager ist es angegangen, 1780 sind bereits Windmühlen, ja, gelagert haben in großen Kugeln, große Lager. Oder auch 1860 rum sind die ersten Panzerschiffe gebaut worden. Die Panzerdrehtürme, die waren auch, das waren schon wirklich so 6-10 Meter, ja, damals schon, die haben sich auf Kugeln gedreht. Erfindung kam aus England. Das waren also die Axiallager, wenn man die 4 Segmente sich anschaut, 1, 2, 3, 4, kann man auseinanderreißen. Dann entsteht die Fahrradnabe, das war dann 1869. Wir haben mit 2 Schrägkugellagern angestellt, oder Kodenslager, die waren sehr einfach. Und dann zum Beispiel ein Kugellager als Festlager, ne, im Schaltgetriebe rechts. 1903 hat der Kodenslager das Ding ja entwickelt. Linearbewegung zum Beispiel eine Kugelbüchse, ja. Und als Rittlager auch sagen. Der Loslager, ne? Also mit beschiebbar. Dann in der Mitte des Kugels relativ, wenn wir beide zusammenführen, sind wir von Kugelgewinde getrieben. Ne? Linear und relativ geeignet sind die Gewinde, die ich hoffe, macht der Wettbewerb besser. Das ist irgendwie, was ich noch nicht so beherrschen muss. Und wichtig ist zu sehen, also nicht nur, dass man hier Kugeln verwendet, ne? Die Gewindestangen ja, haben ja die komische Form. Sondern da sitzt immer ein Elektromotor neben dran und der hat ja auch wieder einen Kugellager. Also so ein Kugelgewindetrieb mit dem Antriebsmotor ist Wälzlager intensiv. Ja, das ist so ein älteres Kugelgewindetrieb. Entscheidend ist dabei die Rückführung, ne, der Kugel in der entlasteten Zone, in die belastete Zone. Rechts sieht man das, da oben sieht man so ein Röhrchen. Das war nicht einfach, aber die Firma Stahl heute pro Schreck sogar das beherrschen. Und das meiste links ist ein Kugelgewindetrieb aus einer Patentanmeldung von Schaeffler. Also die Feststellbremsen in PKWs werden mehr und mehr elektrisch. Da ist man 2 Elektromotoren und die drücken dann ja, gegen die Bremse. Damit die sogenannte Handbremse mit dem Baumzug, die ist mehr und mehr verfügbar. Also inzwischen werden riesige Mengen Kugelgewindetriebe errichtet. Hier werden die Wellen gewalzt, werden nicht mehr geschliffen. Jetzt gehe ich mal zurück in die Vergangenheit. Vielleicht für die Jüngeren nicht so interessant. Ein wichtiger Zeitpunkt ist 1869. Da der Franzose Cyrillet hat das Fahrrad mit Kugellagern ausgerüstet. Vorher, vor 1869, waren die Axialrillenkugellager, das waren alles große Kugeln aus Bronze oder Stahl, ja, manchmal auch aus Marmor, große Kugeln. Und weiche Kugeln, das war die weiche Kugelzeit. Dann, im Fahrrad, in den Namen, musste die Kugel ja klein werden, dann musste man härten. Ne? Damit ist das Thema war nicht einfach zu beherrschen. Kugeln hatte Stahlkugeln rumzufliegen. Das war die Leistung von dem Friedrich Fischer, der hat Kugelfischer in Schweinfurt 1893. Die Fahrräder damals hatten sehr schlechten Ruf. Man wollte fast aufgeben, mit Kugeln zu arbeiten, mit Kugeln. Also ständig Fox gegangen sind, weil die Engländer haben die Qualität nicht beigebracht. Das war ein Riesenschritt, der ist heute noch gar nicht so richtig durchgedrungen. In 20 Mühe ist ja auch gar nichts, ja. Aber für damalige Verhältnisse
war das der Durchbruch des Wälzlagers in die Große. Ja, und dann sind dann bis 1950, kann man sagen, 60, waren diese wichtigen Baureihen, Kugellager, die GBB, Sphärgenrollebearing, dann die Hülse, also HK, Hülse und Käfig heißt das ja, dann die CLB, die Zylinderlager und die Kegellager. Habe ich jetzt 1924 gezählt, das Bild hier drei. Der Tinken hat zwar 1898 schon Kegellager gemacht, ja, der war dann sehr früh. Ja. Aber das war eine ganz eigenartige Konstruktion, aber hat sie bestanden. Ne? Dann hat er das Patent von Neil gekauft und dann ist diese Form endgültig. Die Grundform besteht heute noch. Ja, wer waren die Menschen, die also damals die Weltlagerindustrie gegründet haben? Angegangen, rechts, also wie ich oben, 1883 der Friedrich Fischer. Ja, dann aus seinem Stall. Er hat gekündigt, er war nicht mehr zufrieden mit seinem Chef. Ist der Höpflinger, der ist dann später größer geworden als der Kumpel Fischer. Der Ernst Sachs war der Schwiegersohn vom Höpflinger. Der hat dann auch Kugellager gemacht und war dann um 1900 der größte fast in der Welt. Ja, das sind die drei. Dann ist dazugekommen der Timken, der hat USA, das ist aber nicht so beachtet worden. Ne? Die USA haben sehr viel Kugellager importiert, habe ich schon gesagt. Dann ist der Schäfer eingestiegen 1904. Hat den Fischer gekauft, der Fischer war gestorben, der ist so 50 Jahre alt geworden. Und dann ist der Sven Windwiss, der SGF-Gründer, ja, der hat dann gestartet. Und dann hat es eben gedauert, 1946, der Georg Schäffler. Also sieben Unternehmer, Erfinder, haben die Wälzlagerentwicklung geprägt. Ne? Und interessant ist, fünf kamen aus Franken. Ja, das Fahrrad war der Durchbruch. Ne? Also in die Jahrhundertwende, also 1900, ja, Jahrhundertwende kann man noch sagen, da waren also schon über Millionen Fahrräder gebaut. Sehr viele in den USA, dann in Europa. Und das einfachste Fahrrad hat immerhin noch 12 Ladestellen. Dann beginnen wir die Lenkung 1, 2, 3, 4 Vorderrad, dann kommen die Pedale 5, 6, 7, 9, 8, 5, 6, 7, 8 und dann 9, 10 ist dann das. Ja, ich komme nicht dran. Ja. Und dann 11, 12 hinten nochmal das Rad. Ne? Also Drehlauer heißt es. Also 19. Und mit der kleinen Kugel im Fahrrad begannen die große. Und das war ja ganz wichtig, dass da Serien gefordert wurden. Und damit ist die Wälzlagerindustrie gestartet. Ja, wie kriege ich die Kugel rund? Und der Fischer hat damals ein Verfahren angewendet. Das Extender-Verfahren nennen wir das heute. Rechts, wenn Sie das Bildchen sehen, oben die Fleischscheibe eben, unten die Führungsscheibe gerillt. Und die sind exzentrisch klein E, ne? Das ist die Draufsicht. Und damit beide drehen ja, die Fleischscheibe dreht schneller, die Führungsscheibe langsamer. Und dann bekommen die Kugeln immer einen Draht. Und es ist sehr wichtig, dass die Kugel gesamthaft an der Oberfläche abgetastet wird und geschliffen wird. Die Genauigkeit ist natürlich bei diesen Verfahren nicht hoch, zwar nicht sehr höchstens, ja. Aber die Leistung ist eben. Ja, wie ist der Fischer da gekommen auf diese Exzentermühle? Man hat gesagt, er hat seinen Köchin beobachtet, wie sie Klöße gemacht hat. Ne? Und wenn sie Klöße machen, so kommt eine Wurst raus. Und wenn sie gegeneinander drehen, dann kommt eine Kugel raus. Und so hat er sein Verfahren rechtes Bild. Interessant ist, dass die Kugelmühle heute 140 Jahre alt ist. Ne? Die modernen Kugelschleifmaschinen sind eine radikale, aber die sind sehr gängig. Die sind sehr einfach. Der Fischer hat leider bis zum Schluss an zwei drehenden Scheiben festgehalten. Das war wahrscheinlich ein Nachteil, oder sicher ein Nachteil. Denn es sind die anderen gekommen, die haben eine Scheibe stillgelegt, rechts. Und die stillgelegte, die sogenannte Führungsscheibe, die hat einen Schlitz, ja, da ein Segment. Und links dreht die Schleifscheibe. Jetzt waren beide Scheiben sind gerillt. Bei der Exzentermaschine ist ja eine Scheibe eben, da kriegst du nie die Rundheit. Ne? Das sieht aus wie ein Golfball. Ne? Und da kriegst du runde Kugeln her, weil die Kugeln kommen dann raus und wandern rein in den Tellermagazin und gehen wieder zurück. Und da hat man zwar 100 Kilo Kugel in der Maschine, da hat man nochmal 300 Kilo draußen. Ne? Die werden immer wieder gemischt und dann werden die Kugeln noch immer wieder rein in eine andere Lage. Es dauert aber Stunden. Es ist eine Maschine, wo die Werkzeuge
sich verschleißend zur Genauigkeit. Und damit am Schluss aus der 100% Schmiedung und Kugel und Rille sind perfekt. Das war der Durchbruch, ja, für diese Maschinen. Und wir sehen 1869 da, ne, die ersten Kugeln aus England, sag ich mal, 0,2 mm Genauigkeit. Ne. Fischer hat es auf 0,02, ne, 1883. Ne, 1917 hat man schon 2 μ geschafft, man macht schon 1 μ. Und heute schafft man Genauigkeit um 0,0002 mm. Das hat sicherlich zur Leistung die Verbreitung des Kugelhauses beigetragen. Es muss natürlich auch die Laufbahn entsprechen. Das hat man dann parallel gemacht. Die Präzision, sicher die Funktion von Messlatten. Es war schon ein Umdenken, dass man im Mühbereich arbeiten muss, um Leistung aus dem Messlatten rauszuholen. Kann leider nicht das gesamte Programm zeigen, relativ groß. Es sind in der Buch etwas besser beschrieben oder ausführlicher. Spezielle Lager, spezielle Anwendungen, nur eine Auswahl will ich bringen. Ne? Also links, Experten kennen es, gehen bis 4-5 Meter. Ja, das sind die zweireichen Kegelnlagen, Nautilus in der SGF, glaube ich, ja, in Windkraftanlagen. Das ist Spezialfall, das behandeln wir noch, ein Dreiringlager. Ja, das hat auch immerhin 15 Tonnen gehoben. Mein Liebling, da habe ich dann gearbeitet, die Hindusar gearbeitet habe. Und rechts habe ich auch, das sind die Radlager, die Flammenlager, zum Beispiel Welsgenietet und Sternverzahn. Das ist heute schon schandelig. Ja, also das sind auch Momentenlager, ne, in den zweireichen links, die 4 Meter ist, wird durchaus gemacht. Wenn Sie dann so eine kleine Nabelhülse anschauen, die hat zwei rechts, die hat 2 mm Füllkreis innen, ne, und Außendurchmesser 5. Und das sind mal die Unterschiede zwischen groß und klein. Ne. Ja, dieses Dreiringlager ist symmetrisch groß. Aber die Idee zu diesem Dreiringlager, das hat 2,50 Meter gehabt, kam im Endeffekt von den Kompassen. Ja, von diesen angetriebenen, die Lager und die Kardanik wurde mit Dreiringlagern ausgerüstet, die waren klein, 22 mm. Der Wiggling wurde angetrieben, damit wir die Stadtreibung reduzieren. Ne? Das Ziel ist hier, die Stadtreibung zu reduzieren. Das sieht man bei dem nächsten Bild, warum das so wichtig ist. Also die CIA war schon immer erfolgreich, kann man sagen. Die Russen haben ein U-Boot verloren, haben es nicht gefunden, die Armee haben es gefunden, haben ein Schiff gebaut, haben es kommt. Ne? Und wer war das? Und das sieht man oben, das Schiff war wie ein Trockenschwimmkopf, da war innen die Hebemaschine rechts unten das Bild, und da sieht man es auch. Das Schiff ist da hinten zu dem Ort, das war ein Pazifik, die Tore sind unten aufgegangen. Was es reinkommt, das war ja aus dem Schiff runtergelassen, haben sie 5000 Meter runtergelassen. Ne? Das ist ja so, wird ja immer die Kräfte, ne, werden ja immer größer. Und der Professor Brenner hat da auch sehr mitgearbeitet, ne, an dem ein bisschen Bericht. Ja, das ist gerechnet, und das auch, und gut gerechnet. Und wenn das Rohr hat enorme Zugfang, rechts sieht man, das Rohr wird zusammengesetzt aus 9 Metern Stücken, ne, wenn man zusammenschraubt, und dieser 5000 Meter lange Rohrstrang, wenn das ganz unten ist, wenn das U-Boot drin hängt, ja, lenkt sich um 17 Meter elastisch. Und das ist schon ein Gefühl, ne? Also wenn Sie so 17 Meter Längung, elastische Längung, ja, weil die Hebemaschine gewicht 1800 Tonnen, das U-Boot wrack 1800, das Eigengewicht Rohrstrang 3600. So, und wenn dieses Rohr so gespannt ist, es trägt Zugspannungen auf. Und wenn das Schiff dann, ne, so wackelt, ja, rollt oder in die andere Richtung, dann entstehen zusätzliche Biegespannungen, und die muss man weghalten. Deswegen ist eine riesen Kardanik da oben drin, wo der Turm ist da, ist die Kardanik rechts hängt beim Einbauen, dass sich die 4 Lager drin verstecken. Kardanik allein, 800 Tonnen, die Lager, die 15 Tonnen, 4 Stück. Die hat man dann angelegt und dann war die Stadt dann mit 10-0 gegangen. War ein schönes Projekt. Ja. Auch bezahlbar. Ja, es gibt auch andere, das waren symmetrische Dreiringlager, es gibt auch Dreiringlager, sogar 4-Ringlager mit exzentrischen Mittelringen. Also links zum Beispiel die Druckwalze. Ja, das sind außen 3 Reihen, dann in der Mitte 3 Reihen und innen 2 Reihen. Die haben unterschiedliche Exzenter, damit man bei der Druckwalze erstmal genau anstellen, mit einer kleinen Exzentrizität.
mit der großen kann man dann sogar wegheben, damit man irgendwas montieren kann. Ne? Das ist also, die sind schon auch ganz schön groß, 400. Und rechts ist ein ganz kleines Lager. Da habe ich das erste Mal eng mit Ina in Herzogenaurach gearbeitet. Da waren wir noch Wettbewerber. Diese Teilen haben dieses blaue kleine, ja, in den heutigen, künftigen nicht mehr Autos hast du eine ABS-Pumpe drin. Ne? Also wenn ABS wird der Druck weggelassen, Druck wieder aufgebaut. Und diese Pumpe hilft dabei. Und dieser Mittelring ist exzentrisch. Da war außen ein Nagellager, exzentrische Mittelring, und innen ein Nagellager. Der Mittelring ist gedreht worden mit dem Motor rechts und damit haben wir die Radlaufkolben gewesen. Und den Dingern haben wir über 30 Millionen Stück verkauft. Ja, die Radlager haben sich in den PKWs auch weiterentwickelt. Waren früher hatten wir zwei Gegenlager gehabt, waren da angestellt, die haben höchstens 10 Euro gekostet. Höchstens, ja. Heute sind die ins Flanschlager, mit Doppelflansch. Jetzt muss man natürlich drei Teile haben, zwei so eine Radlager, ne? Und sie ist es komplett montiert. Also Teil 1, das ist der Flansch außen, wo die Bremsscheibe und das Rad befestigt. Teil 2 ist der Flansch, der stationär angeschafft ist am Radträger. Und Teil 3 ist der einsame Innenring. Der muss, da liegt mir viel Kugel rein, muss der verwendet werden. Ja? Und der muss natürlich genau und präzise gehalten werden. Da haben wir den Weltstiefbund. Links ist noch nicht fertig. Rechts sind die Teile, 2, 3. Und unten dann wird dieser Bund, ja, wird halt umgeformt. Der Orbital Forming, sag ich mal. Und diese Fixierung ist wesentlich günstiger als mit Dehnschraube oder mit Mutter. Nicht, also sicherer und genauer. Ja, da sieht man mal diesen Prozess. Da haben sie eine Spindel, die geht axial runter unter Druck und in der Spindel sitzt der sogenannte Treiber, der sitzt schräg und der rollt dann außenrum um den Bund, als wenn man mit dem Hammer außenrum klopfen hat. Und das ist immerhin sind das so 40, 50 Millimeter, schon ein großer Hohlnied, kann man sagen. Das war die Stufe 1, ja, unlösbare, sichere, genaue Befestigung. Und dann ist man auf die Idee gekommen, da bin ich recht stolz drauf mit meiner Mannschaft, dass man die auch noch verzahnen kann, ne? Der Stirnseite, und damit kann man hohes Drehmoment Spielfeld übertragen. Die setzen sich mehr und mehr durch. Also links sowieso schon, weltweit, rechts. Ne? Ja. Warum wurde Franken zum Bering Valley? Das ist eine schwierige Frage, die haben wir heute nicht ganz beantworten können, aber wir versuchen es ein bisschen. Das Ganze, man muss zurückschauen, wie das historisch gewachsen ist. Die meisten schauen, was sie eben schon immer noch dabei ist. Es begann 1883 in Schweinfurt. Links der Friedrich Fischer, ne? Und der Kasten in Schweinfurt. Ja. Dann aus dem Fischerstall ist der Fries und Höflinger, der Höflinger raus. Und dann direkt danach 1885 der Sachs. Ne? Der Sachs hat ja mehr Kugellager gemacht als Vorrat. Ne? Das ist immer, damals, ne? In die Zeit auf jeden Fall. Die SG hat auch schon, 1909 hat auch schon gelebt, ne? 1907, da war der Wildwist ja schon in Gang mit seiner Mannschaft. Die haben sich natürlich alle gekannt, also meine Theorie ist, dass Frankenwein war. Das hat in Schwanen in der Kalk gegeben, hat Kürzwein gehalten, da haben die sich immer getroffen. Und das ist vorwärts, ne? Der Timken, ne, hat 1898 angefangen, die ersten Kegelager in den USA zu machen. Ne? Der war 1892 für 6 Monate in Europa und auch in Schweinfurt. Um zu studieren, die deutsche Wettbewerbe, speziell Schweinfurt, war wirklich ja, sehr bekannt. Um zu studieren, hat entschieden, ich gehe nicht die Kugellager, da sind schon andere da, ich muss was anderes machen, mach Kegel. Das war weiser Entschluss. Und ich bin genau, wir waren der Bindung. Ne? Inwieweit Goethe war ich damals so mit Schweinfurt kommuniziert, weiß ich, da bin ich noch am Suchen. Ich arbeite mit einem Markus Feldström zusammen, der versucht, da was rauszukriegen. Das war der mittlerweile. Ja, das zeigt zum Beispiel, wie stark die deutsche Schweinfurter Wettlagindustrie war. Also Sachs war der größte, Höflinger, Fischer war der zweite, Kugelfischer, also Schäfer war der dritte. Ne? Nur, dass man die Größenverhältnisse sieht. Da war 1911 war das erste Indianapolis-Rennen. 1911, in der, dieses Fahrzeug, diese Werbung von heute, war komplett ausgerüstet mit Wettlager von FAG. Hat bestimmt andere Autos gehen, wo SGF oder Fliesenhöflinger auch drin waren. Aber es zeigt,
Ja, aber es gibt ein Kind, ein Buch, die sind ja 100 Jahre geworden und die schreiben, dass damals 50% aller Kugellager, ja, die Ursache kamen aus Europa, aus Schwanken. Jetzt geht's weiter. 1909 haben wir abgehakt, 1929 kam dann der Schlag, ja, von der SKF. Die SKF hat 1929 die Firma F&H und F&S gekauft, also von Sachsen nur die Kugellagerbereich. Ja, und haben das dann VKF getauft, da waren auch noch andere Partner beteiligt. FAG war da vorher, das habe ich glaube ich, da vorher, 1909 hat der Schäfer den Fischer übernommen. Der Fischer war gestorben, die Firma war fast im Wachgrund und wir haben es dann wieder aufgebaut. FAG hat da nicht mitgemacht. Und vielleicht nochmal links zu dem Mill. Tippchen haben wir schon, ja. Ja, also da ist da damals 1929 war 80%. Der deutschen Weltlagerindustrie war in der Hand von SKF. Okay. Das war schon gewaltig. Ja. Und ich springe jetzt ein bisschen da 1943, weil ich habe ihn ja jetzt schon, ja, schon langsam auf Schäfer. 1943, also im Zweiten Weltkrieg, haben sich die Schäflers und die Schäfer schon gekannt. Der Schäfer, dem Schäfer, magst du Nadelhaken. Dann hat er 1943 angefangen, die Klatscher in Schlesien, waren ja Textilleute, die haben wirklich Uniformen gemacht, haben da angefangen in Nadelhaken und aufgebaut hat diese Fertigung 1943, der Nico Köln, Oberingenieur bei FAG, ich habe noch gekannt, war der noch gekannt, einer? So, jetzt kommt, ja, SKF war damals, oder heute noch groß. Dann 2001, ja, dann kam die Nadel übernimmt die Kugel, ne? Ja, also SKF, Schweinfurt, SKF Göteborg, die waren natürlich wieder miteinander eng verbandelt. Und INA 2001, die damals schon etwas gebeugelte FAG übernommen. Ein Industriemärchen von der Kugel zur Nadel. Alle Märchen beginnen mit, es war einmal. Und es war einmal eine Kugel geboren, 1883 in Schweinfurt. Die Kugel wurde immer runder und runder, vermehrte sich in der ganzen Welt. Die Kugel wurde älter und älter. Manche Kugeln verwandelten sich zu Tonnen oder Kegeln. Manche Kugeln wurden immer dünner und dünner und so wurde die Nadel geboren. Die Sternstunde der Nadel kam nach dem großen Krieg. Weihnachten 1948 war es so kalt, dass die Nadeln von den Tannenbäumen fielen. Die Nadeln glänzten wie Silber im Mondschein. Jetzt muss ich sagen, wenn ich hier Schwede erwähne, meine ich SKF. Schäfer ist klar, FAG. Die Nadeln glänzten wie Silber im Mondschein. Schweden ritten auf hohen Rössern durch den Wald. Schweden beachteten aber die Nadeln am Boden nicht. Ein Schäfer kam mit seiner Herde vorbei, aber die Schafe wollten die Nadeln aufnehmen. Dann aber kam ein Schäffler mit seinem Handkamm und sammelte die Nadel ein. Er brachte die Nadeln nach Franken, nach Herzogenaurach, wo sie in Käfigen gehalten wurden und sich dadurch rasch vermehren. Die runde Kugel wurde dann neidisch auf die schlanke Nadel und es begann ein Krieg zwischen der Nadel und den Kugeln. Der Krieg dauerte viele Jahre und verschlitt viele Kugeln. Die Nadelfamilie aber wurde immer größer und mächtiger. Und dann geschah es im Jahr 2001. Die widerständige Kugelbraut wurde von Nadelbräutigam entführt. Aber der Widerstand war nicht von langer Dauer, er verwandelte sich in Zuneigung. Fortan war Frieden in Franken unter den Nadeln und Kugeln. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Ja, da ist was dran. Die Schweinfurter, FAG und SKF, die haben immer auf die Nadel herumgewickelt. Der SKF hat das Nadellager geheißen, Nudellager. Bei FAG auf das Blechlager. Ne? Man kann auch nicht Blechgeld verdienen. Ne? Ja, also, das war also die Vorgeschichte, wie in Franken so das Wissen gewachsen ist. Und ich habe da mal versucht, ich habe es nicht alle erwischt, aber es wieder einen erfahren. In Schweinfurt allein ist einmal Schäffler, FAG, SKF, Bosch, Rexon, das sind die Linearleute. Ne? Ja. Evelix ist auch linear, das war früher SKF. Dann CNU, Chinese, Ilchin, Koreaner, CW ist ein Chinese. Das ist dann Schweinfurt, Herzogenaurach, natürlich Schäffler, INA, in Müller, in Nürnberg ist GF Müller, Nürnberg, in Höxter ist Schäffler, INA, in Kremsdorf,
ist Imo, ich mache groß, war bis 6 Meter. Das waren ehemalige Schädler-Leute. Schädler wollte keine großen mehr machen, da haben die es dann, die sich selbstständig gemacht. Die haben manchmal ihre Schwierigkeiten. Und in Ripa ist GRW, Gebühr Rhein von Würzburg, ich mache Miniaturlache. Gewissenheit ist CSC, das ist auch ein Chinese, der macht Hochgenauigkeitslache. Und in Gunzenhaus ist auch ein Werk von Schädler, Dinas. Ja, wenn man jetzt das Bild so anschaut, die Blauen, ne? Da ist einmal das Epizentrum Schweiz und das Epizentrum Herzogenaurach, 14. Und dann gibt es auch noch Kugelhersteller. Ich habe jetzt Fulda zu Franken gezählt, weil die Inhaber von der Firma KGM, ja, in Fulda, das waren Franken, ne? Die haben, sind von FAG, das hat damals FAG gehört, sind nach Fulda und haben das dann sehr gut. Gibt es heute noch. Und dann gibt es dann noch Schweinfurt oder in Schonungen gibt es die Firma Messerschmitt. Messerschmitt war ein begnadeter Ingenieur, der hat eine Kugelmaschine gebaut, dann hat man noch Spezialkugeln. Dann gibt es in Haßfurt eine Firma Hoch, die sind speziell, das ist eine kleine Firma, aber die sind auf Kunststoffkugeln sind die spezialisiert. Die bauen ihre eigene Maschinen, lassen keinen rein. Ne? Also das sind gut, ja. Also die Kugeln gibt es auch noch in Franken. Ja. Und der Rechte soll ein Fußball sein, ne? Es war einer. 1954 hat die deutsche Mannschaft gewonnen, ja. Ja, mit einem Fußball, der hatte noch die Verschnürung gehabt, ne? Der Fede Fischer hat damals natürlich Schuss, der war ja nicht mehr im Leben, der hat die Runde. Was haben die beiden gemeinsam? Die Franken haben den Fußball rumgebracht. Der Fußball war, wenn einer da hat, einen Spengermeister in Schweinburg, Fritz Stücklein, der hat 1920 hat er ein Ventil entfunden, ja, für den Fußball, für den Schnürfußball, damit ist die Schnürung wegfallen. Die Schnürung hat er hat Handball gespielt, die Arme verletzt, und wenn man die Schnürung auf den Kopf kriegt, und wenn man keine dicke Sau hat, ne, dann ist auch der Schmerz. Und dieser Fritz Stücklein hat seine Patent nach Nürnberg, Herzogenaurach verkauft, und da waren ja die Schuster, haben ja früher die Fußbälle gemacht, ne? Da gibt es ja die Schuster Dassler, ne? Der eine davon, der hat Adidas gegründet, und der andere Murat Puma. Und da sieht man, wie das Ganze miteinander zusammenhängt, ja, Fußball und Kugel. Jetzt die Frage, die Zukunft, ne? Was hat das Westlauf der Zukunft, wo könnte es hingehen, wenn wir heute nicht ganz beantworten, aber können wir mal zurückschauen, was sich da so entwickelt hat. Also Kugeln, nehmen wir mal die fünf Bauern Kugeln, Kegelrollen, Zylinderrollen, Kornrollen, Nadelrollen. Das sind die fünf wichtigen Bauern. Was haben wir denn jetzt beim Umsatz? Also die blauen Bilder zeigen den globalen Wälzlauf-Umsatz 2019 mit rund 46 Milliarden im Jahr. Marktführer, weltweit sind alle Firmen drin, sollten drin sein. Ne? Ich schon. Dominant sind die Kugler, also die Wälzlauer mit Kugeln ausgerüstet, wobei die Hub-Unit-Software, die Radlager, ne, immerhin schon 10% ausmachen. Also die machen schon an die 5 Milliarden Umsatz aus. Dann Nummer 2 sind die Kegelrollen, 18%, Nummer 3 Zylinderrollen, und dann geht es eben so raus, ne, vom Wert in Euro. Gelbes zeigt die Stückzahl, weil die Stückzahl ist wiederum dominant, Kugellager, Wälzlauer mit Kugeln. Dann 30%, ja, Stückzahlmäßig ist das Nadler, ne? Das sind diese HKs, Füße und Kegel. 30% von der Stückzahl her. Und dann kommen die anderen, die Stückzahl der anderen sind ja sehr klein. Und vom Kegler ist noch immerhin 10%, aber CRB. Und dann kann man jetzt zum Beispiel, wollte man mal nehmen, der hat einen Umsatz, ja, pro Balken dividiert durch Stückzahl pro Balken. Dann ist das teuerste Lager, ist das SRB, Sphärenrohrebering, das Pendelager. Warum? Ja, was einmal und sehr aufwendig ist. Aber zweitens, weil es relativ groß ist. Das sind ja Durchschnittswerte, ne? Also, das sind dann für solche Lager ungefähr, ne? Dann kostet 57,5, ja, das Stück, Euro pro Stück. Am nächsten sind die Zylinderlager, die werden auch groß gehabt. Es gibt keine kleinen Zylinderlager, die sind abgelöst von den AKs, ja. Immerhin noch 36 Euro pro Stück. Die TRBs, die Kegelrollen ungefähr 3 Euro pro Stück. Das sind einfach die Zahlen. Gut, ihr habt mich gehofft, ich habe es richtig gemacht. Ja. Sehr gut. Das ist ja. Sehr, sehr gut. Und dann das billigste Lager ist das Nadelager, die HK. Ne?
Und guck mal, die Hülse ist erstaunlich hergestellt. Würde nicht klingen. Weil das ist nur so ein Gefühl zu bekommen, wo Kugel dominiert bei Absatz und bei Umsatz. Ja. Und noch so ein Geier. Ja. Habe ich da einige Zahlen bekommen. Also wenn Sie mal links gehen, ne? Dass die Entwicklung anfangen mit dem Käfer, der Käfer 1938 und so weiter, nach oben die Summe der Wälzlacher pro PKW-Klasse Käfer. Ne? 1938 waren 14 nachher, der Urkäfer, 14 Stück. Dann 1956 waren schon 18 Lacher Rindbach und 4 Lacher. Ne? Dann 1981 27 in dem Golf, ja, mit 7 Nadelachen. Dann der Golf S an 2020, der hat 19 Nadelachen und 37. Also 37 Lager und davon 19, die Hälfte aus Nordlager. Und dann der Golf H, Hybrid, ne, der hat ja quasi zwei Getriebe oder zwei Motoren, Elektromotor und eine Verbrennung. Der hat 53, das wäre natürlich ein Traum für die Weltschlachtindustrie, wenn die Hybrid alles, ja, groß Schiebschein bleiben. Ne, das ist nicht der Vollzeit. Also 53 Lager, davon 19, die haben sich nicht geändert. Und der Golf E, das sieht man dann, ne, 2020, wie der erste E-Golf rauskommt. Nur noch 18 pro Fahrzeug. Und rechts, was sind die Werte in so einem Lager, in so einem Fahrzeug, das Motor, das Getriebe, was der Räder zu verbrennen, ne? Das ist 12. Ne? Und da oben ist das die Euro pro Aggregat. Ne? Der Motor hat ungefähr 20 Euro kosten die Lager für den Motor, die Spannrollen, die Wasserrollen und alles so drin. Ja? Dann Getriebe etwas mehr. Und die Räder immerhin 50%. Das ist das Schöne mit der Wegfahrindustrie. Das Geräte bleiben auch bei den E-Fahrzeugen. Ja, die Lager werden alt, ne? Die Wälzlager. Wenn Sie jetzt schauen, das älteste Lager ist das Konrad-Lager. Der Konrad war ja der Erfinder des Exzenter-montiertes Kugellager. Das ist ja heute das gängigste Lager. UGBB, Deep Groove Ball Bearing. Dann der Kirner, das war ein Assistent von Strippig, der hat dann das Zylinderlager zum Laufen gebracht, 1911, 1924. Der Nil, ja, der Tinken, haben wir das. Dann Palmgren, 1902 mit dem Pellolager. Schäffler, 1965 mit diesen Hülsen und so weiter. Dann, mit Schweißkäfig, die sind ja später ins Serie gegangen. Und dann Kelschirm hat ja damals, das ist der SDF-Mann, und genau nicht das sogenannte Karretlager. Ne? Ein Winkel einstellbares und dieses Lager. Ne? Also, Winkel anstellbar und los. Aber sie sind natürlich schon alt, also links außen. Und die Zeit frisst die Alleinstellungsmerkmale. Nachdem die Preise verfallen, ist es Zeit, dass man wieder mal ein neues Weltsachenbau da hilft. Und das wissen wir jetzt hier da und die Jugend. Ja, sind die Wälzlacher, werden die angegriffen, können die substituiert werden. Ist also, es gibt eine obere Leistungsgrenze und es gibt eine untere Leistungsgrenze. Ne? Das sind die Baureihen, die fünf. Ja? Pennlacher, Nadelacher, Kirnlacher, Hegelacher, Kugellacher. An der unteren Leistungsgrenze ist ja meistens ganz einfache Gleitlacher. Ne? Also da wird der Anteil bleibt, da wird sich nicht viel ändern in der Zukunft. An der oberen Leistungsgrenze hat man noch Hegelacher und so weiter, so gesagt. Aber die haben ein begrenztes Bereich. Und das Interessante ist, bei der Magnetlagerung ist immer wieder ein Wälzlager drin, das sogenannte Fanglager, Kapschalenlager. Wenn der Strom weg ist, ne, muss es abgefangen werden. Das ist also noch Wälzlager drin. Also, es besteht keine Substitution. Ja, ich sage mal, solange die Gesetze vom Newton gelten, drehen die Kräfte auf, ja, und dann wird es Wälzlager geben. Man macht die Elektronik, was sie will, die wechseln die Stärke, das ist uns klar, aber ohne Mechanik geht nichts. Ne? Das ist eine Symbiose. Also, die Wälzlager sind nicht substituierbar. Eine große Schiebung zwischen den Baureihen ist nicht zu erwarten. Die Wälzlager-Bahnheiten für Live-Lubricating sind gewachsen. Also, früher, wenn man jetzt 50 Jahre zurück ist, oder 30 Jahre, war viel weniger gedichtet. Die Dichte ist wesentlich höher. Diese PKW-Radlacher, die ich erwähnt habe, die Wälzgenieten, für die nicht genommenen Räder, werden Standard in der Welt. Die sind hier in Schweiz, von uns abgefahren.
Die Gewinnbetriebe, die KGDs, da muss ich wieder zulassen, ich entschuldige bei dir, dass in der Kuchen der Gewinnbetriebe fast nicht sehen müssen. Schau das nächste, das ist doch ein paar Gewinne. Die sind Gewinner an Bedeutung, greifen auch die Hydraulik an. Wenn Sie in den PKW reingehen, was Holz und Gewinnbetrieb drin ist, ne, das ist mit der Lenkung, das glaube ich auch sagen, ne, mit der Lenkung, dann ist der Bremskraftverstärker Booster, ne, der entfällt mehr und mehr, das ist ein elektrisches Kugelgewinnbetrieb mit Elektromotor, die Feststellbremse, Elektromotor, also und dann natürlich die Sitzverstellung, was alles noch so kommt, also das ist ein riesiges Stückzahl, auch in der Autobahn. Und natürlich in der Werkzeugmaschine ist drin, oder in der anderen. Also die Beherrschung der Reibung war für die Menschheit überlebenswichtig. Ich habe ja schon gesagt, ne? Die Beherrschung der Reibung ist für die Zukunft der Menschheit überlebenswichtig. Denn nicht nur beim Bremsen mit dem PKW muss die Reibung beherrscht werden, sondern auch zur Vermeidung der Überbevölkerung der Erde ist eine Beherrschung der Reibung zur menschlichen Fortpflanzung erforderlich.